Meine, wir haben von Anfang an richtig druckvoll begonnen, haben unser Spiel aufgezogen. Ich glaube, sie sind erste Halbzeit überhaupt nicht mitgekommen. Und ich muss auch der Mannschaft ein riesen Kompliment aussprechen. Wir haben bis zu 90 Minuten gekämpft, haben uns riesen Chancen herausgespielt und ich denke, der Siegestreffer wäre verdient gewesen. Ich glaube einfach an der Chancenverwertung. Also ich glaube, wir haben vor allem erste Halbzeit drei richtig gute Top-Chancen gehabt. Und es ist halt so, wenn es gegen den Gegner nicht nutzt, dann haben sie halt am Ende hin auch die Qualität, mit allen Mann und Maus zu verteidigen und zu schauen, dass kein Gegner mehr kriegen. Aber ich glaube, wenn man sich die 90 Minuten anschaut, waren wir klar die spielbestimmende Mannschaft, haben wenig zulassen und im Gegenteil, wir haben immer wieder für Gefahr sorgen können vor ihrem Tor. Und ich glaube, dass Sieg gerecht gewesen wäre, aber ja, so ist es leider. Ja, ich glaube, wie wir aufgetreten sind, das Gesicht der Mannschaft heute war wirklich gut. Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen, wie wir da heute aufgetreten sind, wie schwer wir es Deutschland gemacht haben und wie gut wir eigentlich selber mit dem Ball gespielt haben. Ich glaube, das nötige Spielglück hat uns auch gefehlt mit unserer Chance. Oder wir waren nicht effizient genug. Aber das ist Fußball. Und wenn man die Tore vorne nicht macht, gewinnt man das Spiel nicht. Und leider sind wir deswegen draußen. Ja, wie ich gesagt habe, also ich glaube, dass wir einfach über 90 Minuten lang immer lässig waren. Wir haben denen keine Zeit gegeben bei uns in der Nähe von unserem Tor und haben immer geschaut, dass wir sehr weit von unserem Tor weghalten. Und ich glaube, was die Mannschaft heute kämpferisch und läuferisch in das Spiel investiert hat, ist unglaublich. Also das ist das dritte Spiel in 7 Tagen und von dem her ziehe ich meinen Hut, muss ich sagen. Ich habe schon gewusst, dass die Mannschaft sehr, sehr gut ist und dass viel Potenzial in der Mannschaft steckt. Und heute haben wir das ausgeschöpft und haben eine Top-Leistung gebracht. Ich bin eigentlich sehr stolz auf die Mannschaft und was wir geleistet haben. Ich glaube, im ersten Spiel haben wir gezeigt, dass wir dabei gehören und wir sind da und wir sind Österreich und das haben wir auch die Österreicher daheim gezeigt, dass wir unbedingt wollen. Im zweiten Spiel hat uns das Gift gefehlt, glaube ich. Das haben wir heute dann wieder gezeigt und leider, wie gesagt, haben wir die Chancen vorne nicht gemacht und deswegen sind wir draußen. Ich denke, wir haben heute nochmal alles rausgehört, was in uns war. Jeder ist für jeden gerannt. Ja, umso bitterer ist es leider, dass es nur ein Punkt geworden ist heute. Ich denke, zwar sehr, sehr gute Spiele, wo wir wirklich auch gezeigt haben, was wir können. Und Dänemark ist uns leider ja, nicht gelungen. Da haben wir auch die erste Hälfte eigentlich verschlafen, waren nicht aggressiv genug. Aber ich glaube, heute haben wir wieder ein anderes Gesicht gezeigt und ja, ich glaube, dass wir uns für die Leistung nicht schauen müssen. Ein bisschen gemischte Gefühle, weil ich glaube, dass einfach mehr drin gewesen wäre in der ganzen Geschichte. Es hängt irgendwie schon ein bisschen nur nach, dass wir am Donnerstag uns nicht belohnt haben in dem Spiel, dass wir da nicht ganz konzentriert waren. Aber so ist es halt auf dem Niveau. Solche Spiele werden dann halt gleich mal bestraft und von dem her kann unser Ziel nur sein, dass wir in dem Bereich uns weiterentwickeln und dazulernen und das nächste Mal das alle besser machen. Aber das ist unser erstes Mal dabei und wir lernen auf jeden Fall draus und das nächste Mal bin ich mir sicher, dass wir es besser machen werden. Aber ich bin trotzdem stolz auf die Mannschaft und was sie geleistet haben. Natürlich, dass wir auch nicht weit weg sind eigentlich vom europäischen Top-Fußball und dass einfach die Mannschaft ein Riesenpotenzial hat. Und wenn wir da alle an einem Strang ziehen, dass wir da Großes leisten können. Es war auf jeden Fall, es hat mit einem Highlight aufgehört. Also wir haben, glaube ich, eine sehr, sehr gute Spielnummer am Platz zaubert. Und weil wir uns einfach vor dem Spiel gesagt haben, es kann sein, dass das die letzte Partie für uns alle ist, aber wir werden alles dafür tun, dass es nicht ist. Und wir haben alles dafür getan und von dem her können wir alle stolz auf das sein, was wir gemacht haben.